Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Texit. In der letzten Folge habe ich euch die Viecher gezeigt, die wir hier gefunden haben. Unsere Friesen, Chaos, Bullen und so Zeugs. Wir haben Stroh hergestellt und den Trog und haben keinen Plan, wie wir die drei hier züchten können. In der Folge wollen wir anfangen mit Applied Energy Sticks. Und da schauen wir gleich mal rein. Das reicht schon. Applied Energy Sticks. Wir brauchen als erstes die Presse. Genau. Klebrige Kolben. Ich glaube, da wollten wir eh eigentlich hin, oder? Fluxkristalle. Wie macht man Fluxkristalle? Werfe ein geladenes Quarzstück, ein Nether Quarz und Redstone Staub nebeneinander in eine Pfütze und warte einen Moment. Nether Quarz. Habe ich sowas? Nein. Bedeutet ab in den Nether. Habe ich was zu essen dabei? Doch, Pilz. Das wird doch fürs Erste reichen. Ich muss doch nur herausfinden, wo ich dann Nether Quarz finde. Hallo, Nether. Wie geht's dir heute? Pixel. Und laden, laden. Wir waren hier, glaube ich, relativ sicher. Warum kriege ich jetzt erst den Fortschritt? Wir müssen noch tiefer. Jetzt klingelt mein Handy schon wieder. Was habt denn ihr alle gerade? Alter! Weiß das Handy, wann ich es weglege? Und dann so, nö, dich lasse ich nicht mehr. Weil da drüben wäre Quarz. Bedeutet, ich muss mich nur nach da drüben basteln. Und ich habe Dirt dabei. Und ich hoffe, dass Dirt keiner Gravitation untersteht. Oh, das sind miese kleine Viecher. Dum, da, 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 da. Ich fühle mich sowas von sicher. Da, da, da. Hallöchen, ich müsste nach da drüben, weil das Nether Quartz. Also bitte lassen Sie mich durch. Oh, das ist auch Nether Quartz, sieht auch schön. Genau dich habe ich gesucht, weil ich brauche von dir welches. Super, dass ihr hier so hilfsbereit gleich da seid. Machen wir gleich mal ein bisschen Nether Quartz. Das reicht ja auch fürs Erste. Wir müssen ja nur fürs Erste mindestens eine Speichereinheit oder zwei, drei herstellen. Alter! Die können auch nicht leise sein, oder? Ich erschreck dich jetzt. Da sieht man unsere Konstruktionen. Ups. Habe ich Redstone gerade so auf Tasche? Nee, habe ich nicht. Ne? Außerdem ist der nicht geladen. Ich brauche einen geladenen und ein... Ups, nee, das wollte ich nicht. Einen Redstone. Das machen wir jetzt noch schnell. Hex, Hex. Funktioniert. Dann unnatürlich, sowas von unnatürlich. Wir gehen jetzt eine Runde schlafen. Das ist unnatürlich. So, bedeutet, wir haben die Teile schon mal. Wir haben das Eisen und wir brauchen noch was. Mich doch schon wieder alle mit diesen Dreckskolben. Ich hasse es. Wo haben wir denn den Slime eigentlich hin? Den Slimey Slime. Da haben wir zwei Slime. So. Habe ich die klebrigen Kolben nicht schon gemacht? Doch, hier habe ich doch zwei klebrigen Kolben. Was habe ich denn vor? Habe ich die dafür gemacht oder habe ich bloß wieder irgendeine gerade eine dumme Idee? So. Die stelle ich mal hier hin. Weil da müssen wir in die Pressen reintun. Und das mit den Pressen hat hier mit zum Beispiel, das ist der ME-Controller. Genau, das wird eine halbe Ewigkeit dauern wegen den Teilen hier. Ich hasse diese Teile, aber deswegen tun wir das als erstes gleich. Warte mal, das stimmt. Ich rede schon wieder und mach was anderes. Diese reinen Fluix-Dinger, Glowstone und Staub. In den Pypho-Isolimator zeigt alle Rezepte. Dafür brauche ich Glowstone-Staub. Das hört sich natürlich nach einer sehr
Wirf einen Flugskeim, gemacht aus Flugstaub und Sand, in eine Pfütze und Wasser. Um den Vorsitz zu beschleunigen, füge Kristallwachstumsbeschleuniger hinzu. Aber diese Sache hier, finde ich, hört sich um einiges angenehmer an. Jetzt muss ich nur einen Pytho. Hier haben wir noch. Dirt, Aluminium, Zahnrad, Kupferräder, ein Redstone-Empfänger und ein Maschinenrad. Das hört sich jetzt eigentlich nicht so schwer an. Habe ich Zinn? Weil damit würde das echt... Ja, Zinn, toll, habe ich voll auf Vorrat und so. Ich habe voll viele Sachen auf Vorrat, fällt mir gerade auf. So. Nee, das gehört zu dem Zeug hier dazu. Ich will mal gucken, brauche ich noch was davon? Aluminium. Warte mal, schau mal. Was war hier noch in dem Rezept drin? Aluminium. Silberbarren, Zinn und Glowstone. Also müssen wir auch noch nicht mal Glowstone besorgen gehen, weil Zinn werden wir nochmal in Masse brauchen, wie es ausschaut. Aber das sollte jetzt nicht unbedingt das Problem darstellen. Glowstone gibt es ja eigentlich im Nether überall. Eigentlich. Und meistens. Aber mit Zinn haben wir schon mal einen Großteil gewonnen, weil dieses Aluminium aus, was war es, Silber? Habe ich mal Silber. Silbererz, damals noch. Wo mir gerade auffällt, dass wir vielleicht Silber auch nochmal durchrattern sollten. Ja. Blab. Eine Speichereinheit wäre nicht echt genial. Eine Speichereinheit, und das spart uns sich viel Zeit. Also ich habe es ja öfter schon gemacht. Und auf die Drecksscheiße kannst du so lange warten. Und es ist so unangenehm. Aber hey, was tut man nicht alles, damit man spielen kann, ne? Ah komm, die zwei, die ziehen wir jetzt noch durch. Komm schon. Do it. Do it now. SOS 127. Meine Panzerhülle hält auch wieder super. Ich habe mir gestern oder vergessen erst eine neue Panzerhülle drauf gemacht. Die fällt schon wieder ab. Ich habe das super drauf mit dem Zeugs, ne? Guck mal, ich mach nochmal Eisen. Dann tun wir dich währenddessen hier rein. Und wir gehen auf die große Gullivers Reisen. Auf der Suche nach einem gescheiten Punkt für Redstone, Glowstone. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir in der Zukunft vielleicht modernere Gebäude dann herstellen. Auf der Karte schaut es jetzt gerade so aus, als ob wir mitten in der Insel. Also ich sag's mal so, ich würde mich ja gerne... Oh! Wir können doch über alles reden. Sei doch nicht so. Wir können... Jetzt sei doch mal ein bisschen gechillter hier. Das macht meine Mission, Redstone zu finden, nicht viel einfacher, vor allem, weil da der Haufen ist. Aber wenn ich mich nach da vorne grabe... Ich darf mir halt nicht unbedingt mit den Pigments jetzt versauern, ansonsten habe ich echt verschissen. So, jetzt versuchen wir mal hier ein bisschen nach unten zu kommen. Irgendwo muss ja hier... Hä? Oh, da, guck mal. Wir sind auf was gestoßen. Ich weiß bloß nicht, wo wir sind und wo wir genau wann wo. Der Blazes wäre jetzt eigentlich ja auch nicht ganz so doof.
erst gerne mal einen Überblick um die Umgebung machen. Die Musik hier unten ist auch nicht unbedingt besser. Kann ich das abbauen? Ardy's Side. Ich habe irgendwie die Vermutung, nein. Ich brauche Glowstone, Jungs. Lava. Never Iron. Feuer hier, Feuer da. Mach den Scheiß mal aus. Viel zu hell. So, wo bin ich? Grab mich mal nach oben. Ich habe nicht eine böse Vermutung, dass ich unter der Lava bin oder über der Lava. Genau neben der Lava. Ups. Guck mal, da ist noch Never Quartz. Oh, yes. Ich krieg hier irgendwie mehr Never Quartz als Glowstone. Und das finde ich uncool. Nethercott ist zwar super hilfreich, aber ich brauche es nicht so in Massen wie den ganzen anderen Scheiß gerade. Guck mal, was ich dazu geschmissen kriege in den Tonnen. Oh. Ich hab schon wieder das aufgenommen. Uncool. Ich sehe halt auch fast nichts. Ist alles rot. Dunkelrot. Da oben ist mein Türchen. So, wo wird der Weg hin? Wieder eine Sackgasse, ja super. Ich muss doch auch irgendwo mal rauskommen, oder? Huch. Wie gesagt, so getan, oder? Genau meine Insel herum wäre Glowstone. Bin ich überhaupt? Auf einem Inselvorsprung. Ja, nee, ist klar. Und da unten wäre Glowstone. Das hat doch sicher einen Haken. Wo waren nochmal die Blazes? Da drüben, oder? Und da wäre das Glowstone, was ich erhaschen könnte. Was machen die auf meinem Weg? Wie sind die da hingekommen? Das ist ja voll, wo zur Hölle komme ich hier hin? So. Oh, warte mal. Kenne ich doch irgendwo her. Da war ich gerade eben. Das hört sich unerfreulich an. Wir versuchen jetzt mal hier außen rum zu latschen. Beziehungsweise können das Tonnen an Netherrack eigentlich verwenden. Um hier einen Weg hinzubauen. Ich hasse diese Geister, sie sind nervig nur. Können wir die bitte aus dem Spiel lassen heute? Ich habe darauf nicht so wirklich Bock. Warum muss denn hier schon wieder echt Lava sein? Das ist mal ohne Scheiß. Überall muss immer diese Dreckslava sein. Das ist noch ein cooler. Ha? Heiß.
zwar in Massen. Geh weg. Geh weg! Geh weg! Schaut euch das an. So viel Glowstone. Oh. Wie schön. Was war das für ein Tier? Werwölfe, Hundewölfe. Ich bin schon wieder weg. Aber ich bin zufrieden. Ich habe mein Zeug. Jetzt muss ich nur noch... Wo bin ich eigentlich? Hier bin ich. An dem Hayopai vorbei, der jetzt auf meiner Treppe steht. Hey, er steht nicht mehr da. So, zurück in die alte Welt. Ach du Scheiße, ist ja Nacht. Und damit würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.